Willkommen zum nächsten Part von New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS. Ich weiß nicht, wie lange dieses LP noch gehen wird. Aber so wie es aussieht, wird es nicht sehr lange gehen. Nicht mehr sehr lange gehen. Und ich muss mich erstmal richtig wieder hinsetzen. Und let's go, Mario. Let's fail, Mario. Moment, Laptop wirklich hinschieben. Jetzt können wir. Jetzt kommt das Skill. Ne Cooper. Geben. Ho. Ist gar nichts. Hier nach unten? Nein. Okay, Bowser, we are coming. Okay. Fängt schon beautiful an. Ich will mindestens bis zum Turm kommen. Ich war gerade mein Controller kaputt. Ja. Wisst ihr was? Irgendwie ist der mir unsympathisch. Ich weiß nicht warum. Es ist halt so. Jetzt kommen. Mach ich denn noch? Nebenbei, ich mach das nicht mit Absicht. Ich bemühe mich gerade, meine Kontrolle in der Hand zu behalten und nicht auszurasten. So, Cooper, machen wir das alles jetzt ganz langsam hier, ne? Wenn ich an dir gestorben wäre, der geflogen. So. So, kurz gesaved. Okay. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht nochmal rauf. Wie komme ich bloß darauf? Oh, wow, fail. Ich bin hier gerade viel zu hektisch in dieser Welt. In diesem Level, Entschuldigung. Jetzt sag ich mal Welt. Okay. Oh Gott. Och man. Okay, jetzt lade ich neu, hol die andere Starcoin wieder. Ach man, ey. Okay. Jetzt aber ohne failen, bitte. Okay. Second. Wir sind schon sehr weit hinten. Noch keine einzelne Mitte. Anscheinend gibt es in diesen Leveln, die wir jetzt nach dem Schloss freigeschaltet haben, einfach keine Mitte. Wo habe ich gesaved? Achso. Geht doch. Hätten wir die Coin auch. Oh, ich dachte, hier wäre was. Ne, es funktioniert mal annähernd so, aber ist egal. Let's so nice. Bowser, wir kommen in die Menü. Bekommst schon mal Angst. Ja, nee, weil ich... What the fuck? Oh Gott!
Ich habe jetzt schon das Levelprinzip verstanden. Ja. Okay. Jo, ich hab's kapiert. Okay, jetzt müssen wir zweidimensional denken. Okay. Mir egal. Was war die Zwischenflagge denn da hinten? Okay, beeilen. Beeilen. Beeil dich machen. Fuck. Ich hasse so eine hektischen Level nebenbei, ne? Mega. Glaub nur ich, dass wir mag nicht Mario nicht. Mach ich dann noch so. Ziel? Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Die Level sind davon aber kurz gehalten und das mag ich gerade. Die Level gefallen mir bis jetzt gut. Ja, Bowser, wir kommen mir wirklich sehr nah. Man könnte beinahe nennen, gefährlich nah, Bowser. Ah, ich hab zu früh geklickt, ich weiß. Okay, ich brauch keine. So, wir haben jetzt Plempet. Das freut mich. Ja, das will ich was mehr empfehlen. Boah. Komm mal mit. Machen wir ihn tot. Wow. Ja. War das die erste? Das war die erste. Also diese ganz geilen Geräusche hier. Ich wollte gerade schießen. Ich bin so ein Dumm. Ja. Nice. Macht das nach. Das müsst ihr machen. So exakt. Feuer, Bruder! Einer hab ich besiegt. Das kann doch nichts Gutes heißen. Gut, die zweite. Gut, die zweite. Ich wette mit euch. Ich würde sagen, das geht nicht schief, aber nein. Was für ein Trottel. Nein, das gibt's nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Hattest du LOL? Wie lange nehmen wir schon auf? 9 Minuten, haben 3 Level geschafft. Oh mein Gott, wir sind richtig geil. 8-8. Bowser, 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 Bowser. Wie soll ich da hochkommen? Achso. Jetzt frage ich einfach. Was sind das für Dinge? Na, ist egal. Wow. Wow. Pilz! Wow!
Okay. Easy. Nur easy, wenn man gut ist. Okay. Da unten war eine Röhre, die habe ich nicht kapiert. Wäre auch zu schön gewesen, um im Bad zu sein. Ach ja, ich muss da hoch. Ich glaube in diesem Level kann man sich ruhig Zeit lassen. Aber ich glaube, wir haben hier noch ein Toadhaus, was wir noch nicht geöffnet haben. Bitte, 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 bitte. Ist mir egal, was für eins. Ja. Das schnappen wir uns mal kurz. Im Notfall könnten wir uns einen groß machen. Sehr groß und alles umnieten. Das hält auch Vorteile bringt. Ist recht in diesem Level da, weil die Kometen so dann auch nichts anhaben können. Bam, bam. Und das wäre eine extreme Hilfe. Es ist ja immerhin der drittletzte Level im Spiel, schätze ich jetzt mal wirklich, weil... Wie oft soll Bowser denn noch fliehen? Nein. Ich hab ihn fast besiegt, ne? Also bitte. Macht mich mal nicht schlecht. Und wir setzen den Pilz genau jetzt schon ein. Weil dann kann es da kommen wohl viel leichter. Nein, wir kommen nicht hoch, ne? Nein, ich hab's ja geigt. Jetzt vorher machen müssen. Später. Fuck. Aber wir sind groß, das ist schon mal eine gute Neuigkeit. Und ich höre gerade einen Krankenwagen an mir vorbei sausen, aber ich bin's nicht, keine Sorge. Was ist so, wenn ich Feuer... Ah, okay. Ich habe eine Vermutung. Lieber falsch. Genau wie die. Nee, ich dachte, da ist eine Röhre. Okay. Ach ja. Kommt noch was? Na komm, alles hier rauf. Das freut mich. Ja. Zwisch. Na, Mini Mario. Gut, müssen wir nochmal her gleich. Wahoo! Wahoo in den Tod, Mann. Machen wir es mal auf eine andere Weise, ne? Zwar auf die hier. Ist egal. So. Gucken wir mal, wie lange wir aufgenommen haben. 14 Minuten, das passt perfekt in die Zeit, denn jetzt kommt die letzte Burg, Schloss. Aber bevor wir da reingehen, beende ich erstens den Part und zweitens mache ich hier kurz einen Cut, damit ihr seht, wo die zweite Starcoin ist. Bis gleich. Willkommen zurück bei New Super Mario Bros. Für Nintendo DS. Das ist, wie man es glauben. Ich habe es geschafft, diese Röhre freizulegen mit Mini-Pilz.
Okay, ein Labyrinth. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich mach's mal mit Auge. Was eigentlich sonst? Okay, ich hoffe, ich hab's jetzt. Da rein, dann da, dann da. Stimmt das jetzt? Oh mein Gott! Nee, das ist falsch. Ich geh da rein, dann da, dann da. Nehme ich das Darkcoin? Oh nee, hab's nicht. Da, da. Sind wir rauskommen? Nein! Okay. Geschafft! Jetzt müssen wir mal wieder gekonnt das Level beenden und da liegt jetzt die Schwierigkeit drin. Zum Glück habe ich hier Save States. Hier kurz ein Save setzen und weiter geht's. Wisst ihr was, ich beende hier den Part erstmal. Sonst wird das den Rahmen springen und im nächsten Part ist das der letzte Part. Das verspreche ich euch. Bis zum nächsten Mal und ciao.